So, herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Wir haben das letzte Mal den Seegleiter herstellen können. Und dieses Mal bauen wir ein Konstruktionswerkzeug, genau. Und schauen mal, dass sie eventuell eine eigene Unterwasserbasis bauen. Und dafür brauche ich einfach nur noch ein weiteres Silber und deutlich mehr Kupfer. Was ja aber kein zu großes Problem darstellen sollte. Nach einer halben Stunde ungefähr habe ich jetzt, glaube ich, alles zusammen. Okay, ich brauche auf jeden Fall eine Batterie. Dann brauche ich einen Kupferdraht. Ich brauche einen Kabelsatz. Und das hier brauche ich noch. Da brauche ich nur noch Tischkorallenproben. Die habe ich hier drin. Ja. Ups. So. Ressourcen, Elektronik, Computerchip. Jetzt müsste ich alles haben. Jawohl. Perfekt. The Builder Tool is designed to construct habitats capable of withstanding extreme environmental conditions. Das hört sich wunderbar an. Reparaturenwerkzeug brauche ich ja nicht ständig. Das heißt, dann packe ich das mal raus. Und schau mir mal an, wie das funktioniert. So. Okay. Jetzt kann ich hier die einzelnen Sachen hier herstellen. Dafür brauche ich Blei. Oh. Inelemente. Lol. Okay, ich brauche auf jeden Fall wahrscheinlich erstmal ein Fundament. Oder kann ich auch einfach sowas machen? Ich weiß es nicht. Nee, scheint auch so zu gehen. Okay, jetzt ist halt die Frage. Wo lohnt sich so eine Base noch? Ich würde sagen, auf jeden Fall weiter unten, vielleicht hier. Hier, ja. Machen wir mal erstmal ein E-Segment. Nee, komm, mach mal eine runde Basis. So. Ah, so geht es, okay. Scheiße, ich brauche Wasser. Okay. Dann. Aha, eine Luke. Kann ich die auch hier schon dran machen? Ja, tatsächlich. Okay, pack mich hier eine Luke hin. Alright, okay, da brauche ich noch das ganz andere Zeug drin. Das ist kein Thema. Das mache ich mit der Zeit. Ich würde sagen. Ja. Machen wir mal so ein Segment hier hin. Oh, das geht auch, ja. Warte, oh. Gott, die Steuerung ist ein bisschen weird. So, jetzt ist das nicht verbunden. Oh. Das ist jetzt natürlich unpraktisch. Warte. Kann man es rotieren? Ich will, dass es da dran ist, so. Das scheint aber nicht so zu funktionieren, wie ich das mir vorstelle. Egal, machen wir es erstmal dahin. Schnell Luft, oh Gott. So, und jetzt. Irgendwie so ein Raum oder sowas, richtig? Funzt hier nicht. Am Mehrzweckraum. Da sind die Bestandteile unbekannt. Da packen wir halt noch so ein I hin. Fehlt mir aber ein bisschen Titan für. So. Das sieht bisher ziemlich hässlich aus. Das wird auch sicherlich nicht meine letzte Basis sein. Insofern kann man davon, glaube ich, mal absehen. Ich will einfach, dass es funktioniert jetzt erstmal. So, jetzt eine Luke hier hin. Okay, jetzt braucht das Ganze noch Außenelemente. Eine Luftpumpe und ein Solarmodul. Luftpumpe brauche ich nochmal mehr.
Titan. So, jetzt das hier. Ja, einfach mal so hier dran packen. Okay, habe ich jetzt Luft hier drinne? Ja, tatsächlich. Es ist also nicht wirklich schön hier drin, aber... Ich bekomme auch keine Luft, lol. Wieso funzt es nicht? Wahrscheinlich braucht das Energie für diese Pumpe. Ah, dann brauche ich noch das Solardingens. Das braucht... noch Quarz. Das sollte ja auch kein Problem sein. Ah ja, hier. Versorgt ein Sauerstoffgenerator und anderes mit Energie. Ja. Okay, jetzt müsste es klappen. Ich verliere immer noch Luft hier drinne. Das ist aber ganz seltsam. Okay, da muss ich ein bisschen Nachforschungen anstellen. Was ich da jetzt noch vergessen habe eventuell. So wie es aussieht, müsste ich echt nochmal zunächst eine Foundation darunter bauen. Damit das richtig funktioniert. Auch wenn es euch ein bisschen doof ist, aber eigentlich habe ich ja Strom. Das ist seltsam. Ja, oder halt auch nicht. Lol. Ah, vielleicht auch, weil es aktuell Nacht ist. Gute Möglichkeit. Ich warte erstmal, bis es Tag ist einfach. Und schau mal dann, was ich machen kann. Oh, fuck, ich meine Brille vergessen. Ich sehe auch gerade, wir haben eine neue Nachricht auf dem Kommunikator. This is Ozzy from the cafeteria. What the hell, guys? They didn't want us this might happen. Our pod was almost crushed by the Seamoth Bay on the way down. Now we're hanging on the edge of a cave system, and this grim-looking snake thing's trying to eat through the hull. Come get us already. Signal location uploaded to PDA. Alright. 500 Meter weg. That's pretty much. Egal, ich würde sagen, wir eilen dem mal zur Hilfe. Ich muss eh warten, bis es Tag wird. Insofern kann ich die Zeit ja sinnvoll nutzen. Lol, hier ist ein neues Biom. Okay. Seemottenfragment. Nehmen wir mal mit. So. PDA. Integrating new PDA data. Ja. Okay, langsam wird es Nacht und unheimlich. Deswegen gehe ich mal zurück. Ich habe auch ein Blei dabei. Das heißt, ich kann jetzt eine Foundation auf jeden Fall bauen, für meine Basis. Das ist auf jeden Fall wichtig. Jetzt bin ich mal gespannt, was auf diesem PDA drauf war. Hier. Ozzy's log. It's the day of the crash. I don't know what the heck is happening. I'm scared and I'm not going outside. There are shadows in the water under the hatch, but I can't tell if they're rocks or aliens. And there's weird looking caves nearby. The Aurora was carrying everything needed to build the phase gate. Mobile vehicle bays, bioreactors, propulsion cannons. It had a cinema. There was a zero-G gym. My cafe. I don't understand how we're here now. I don't know why no one's coming for me. Das sieht ziemlich traurig an. So, was haben wir hier? Seemotten. Ja, muss ja erstmal die Fragmente dafür mir besorgen. Aber dann ist es auf jeden Fall ziemlich cool, würde ich mal sagen. So, jetzt ist wieder Tag. Das heißt, jetzt müsste ja eigentlich da ein bisschen Energie da sein. Ja. Welcome aboard, Captain. Ja, ich hab Strom. Yo. Ich brauche gar keine Platte, keine Basis. Alright, das ist ein bisschen verbuggt, aber... Nice one. Die Foundation brauche ich gar nicht. Ich mache aber noch, einen Netzwerkraum kann ich noch gar nicht machen, schade. Schade. Ja. Machen wir mal hier ein Fenster hin, wa? Was brauche ich dafür? Glas einfach nur, ja, okay. Das hole ich kurz. Hui. Oh, wie geil.
Das ist echt cool. Das heißt, brauche ich aber noch ein bisschen Inneneinrichtungen. Innenmodule, Leitern, Bioreaktor. Hier Fabrikator brauche ich auf jeden Fall. Ein Wandspind, den kann ich jetzt schon machen. Perfekt. Dann machen wir den mal. Hoppala. So. Ah, perfekt. Was kann ich noch machen? Ein Spind. Ein Aquarium. Lol. Also ein Fabrikator würde ich auf jeden Fall mal machen. Das ist, glaube ich, echt sinnvoll. Ich glaube, ich mache oben noch einen Wandspind hin. Da hat man ja mega viel Platz auf einmal. Also ich hoffe mal, dass es geht. Können wir kurz mal schauen. Ah, ne, geht nicht. Schade. Das ist echt cool. Aber ja. Wir haben unsere erste eigene Basis. Es ist jetzt noch kein absolutes Prachtstück. Keine Frage. Aber für die erste Basis ist es nicht schlecht. Und ja, ich würde sagen, die nächste Basis baue ich dann in diesem Biom, wo ich gerade eben war. Wo ich den Hilferuf bekommen habe, in diesem roten Biom. Weil da war auf jeden Fall viel Kupfer und da war auch Blei. Das heißt, es lohnt sich da auf jeden Fall hinzugehen. Genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Haut rein.